Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Zelda Link Between Worlds in Nintendo 3DS. Das letzte Mal. Hilfe! Das letzte Mal. Lass mich doch meine Einleitung bitte fertig reden. So. Das letzte Mal. Mensch. Haben wir Yuga verfolgt und nochmal kurzweilig besiegt. Aber dann hat der Bösewicht Ganon wiederbelebt. Und ja, alles ein bisschen scheiße. Deshalb sind wir jetzt hier in Lowrul. Dem dunklen Gegenstück zu Hyrule. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier alles so finden werden. Okay, mit denen will ich mich nicht anlegen, das sehe ich jetzt schon. Ich habe hier eben Mai Mai quietschen gehört. Ich frage mich nur, wo. Wahrscheinlich wieder ein Baum, hä? Ja, es sieht fast so aus. Na gut, dann eben nicht. Jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen erkunden wollen, tuten, was es hier alles zu holen gibt. Und dann schauen wir mal, ob wir in den ersten Tempel irgendwann gelangen. Außerdem will ich noch einen Button ausprobieren. Was denn? Oh, neuer. Seit es da von Monstern wimmelt, wird es hier drin immer voller. Ihr kennt mich alle mal. Okay. Ich möchte nur in Ruhe meine Milch trinken. Würdest du mich jetzt bitte in Frieden lassen? Okay. Hey. Ich wanderte auf weiten Wegen, tralalala. Hey, was willst du denn gerade jetzt, wenn ich mal fröhlich vor mich hinsinge? Was für ein Gemälde? Wenn hier jemand an solchen Kritzeleien interessiert ist, dann höchstens der Boss. Nur ist ihm so ein komisches Bild in die Hände gefallen, der hat's irgendwo versteckt. Wo er es versteckt hat, das weiß niemand, außer vielleicht dieser einen Dieben. Komisch, die habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Okay. Die Monster haben meinen Hühnerstall kaputt gemacht. Jetzt sind alle meine süßen Hühner abgehauen, nur noch diese Eier hier sind mir noch geblieben. Ich werde euch beschützen, hört ihr? Euch nimmt mir keiner weg. Die Leute hier sind alle ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Findest du, dass ich stark aussehe? Ziemlich stark. Ach, Kleiner. Du musst wirklich keine Rücksicht auf meine Gefühle nehmen. Wusstest du, dass ich Stammkunden beim Ausdauerkampf bin? Ganz im Nordosten liegt doch der Todesberg. Auf dem Gipfel gibt es einen Ort für alle, die gern trainieren. Mhm, gut zu wissen. Wie bitte? Du bist im Auftrag der Königin unterwegs. Und welche Königin soll das sein? Die gleiche, wegen der unsere Welt jetzt überhaupt in diesem Schlamassel steckt? Also in diesem Dorf gibt es nur zwei Arten von Menschen, Diebe und die Spinner von diesem Maskenkult. Maskenkult, hä? Oho! Finden wir hier etwa auch den Maskenhändler? Das wäre es ja. Das wäre es ja, wenn das irgendwie tatsächlich noch mit Majora's Mask zusammenhängt alles. Dann würde ich weinen vor Freude wahrscheinlich. So, ich höre hier... ja, mach doch. Nein. Link, du Doofi. Yay. So, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier diesen Button drücke? Achso, damit schalte ich die Karte um. Ach, das ist ja praktisch. Gut. Dann sehe ich immer genau... Moment, dann wäre ja hier ein Tempel. Ach so, da ist so ein Schlitz, wo ich reingehen kann. Das probieren wir gleich mal aus. Hey. Diese Welt ist ein trauriger Ort. Doch ein Dieb zu werden ist auch keine Lösung. Damit macht man es nur noch schlimmer. Man beschmutzt seine Seele. Menschen sind erbärmlich und falsch. Nur Monster verraten einen nicht. Denen kann man trauen. Du sollst dir auch eine Maske aufsetzen mit uns singen, auf dass wir alle zu Monstern werden. Monstara, Bonstara, Monstara, Bonstara. Okay. In diesem Dorf gibt es ein Diebesversteck. Aber ich habe nicht den Mut, ein Dieb zu werden. Was bleibt mir anderes übrig, als unserem Meister zu folgen? Ach, könnte ich nur dieser schrecklichen Welt entfliehen. Monstara, 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 Monstara. Ah, si, si, senor. Aktivieren wir hier mal den Wetterhahn. Den Dämonenwetterhahn. Nein, ich möchte jetzt nicht speichern. So, ist die Frage, will ich jetzt schon da... da kann man ja runterspringen. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Hier gibt's Sumsen. Was hast du denn auf dem Kopf? Man munkelt so einiges, zum Beispiel, dass es da diese Diebin gibt. Sie soll wissen, wo der Boss einen kostbaren Schatz versteckt hat. Er wollte nicht, dass sie es jemandem erzählt und hat sie eingesperrt. Da kommt sie nie im Leben wieder raus. Manche Sachen weiß man wohl besser nicht. Das heißt nicht ohne Grund. Zu viel Wissen führt ins Dunkel. Und im Dunkeln ist gut munkeln. Okay, hier kann ich Sumsen kaufen für den Sumsen-Typen in KK Rico. Huch, was sind das denn? Hier ist kein Versteck. Anklopfen zwecklos. Hallo. Hey, ist da draußen wer? Hallo. Wenn du rein willst, musst du schon unser Lied mitsingen. Das
kennst du doch sicher. Also los, wie geht's weiter? Ich wanderte auf weiten Wegen. Zu viel Wissen führt ins Dunkel. Im Handumdrehen wird man zum Dieb. Das war ja total daneben. Wer bist du eigentlich? Verzieh dich. Aha. Das heißt, wir kriegen hier einzelne Hinweise. Zu viel Wissen führt ins Dunkel. Das wissen wir schon mal. Okay. Abgeschlossen. Ah. Okay. Jetzt hätte ich nur den anderen mal so ein bisschen zuhören müssen. Mal gucken, ob ich noch ein paar Hinweise bekomme. Vielleicht von dem Händler selbst. Ah, Moment, der hat ein Schild dabei. Bomb! Was ist das hier eigentlich? Wir sind schon die ganze Zeit im Dorf unterwegs. Hey Kleiner, was denkst du? Dieses Dorf ist ganz schön herunterkommen, nicht wahr? Und es geht auch für mich eigentlich, will ich kein gemeiner Dieb sein, weißt du? Man versucht anständig zu bleiben, aber im Handumdrehen wird man zum Ganoven. Aha, im Handumdrehen wird man zum Ganoven. Oh richtig, da gab es doch ein Lied zu. Ich wanderte auf dunkel Ganoven. Okay, wir haben's bald. Wir haben's fast raus, wie das Lied heißt. Es fehlt nur noch die erste Strophe. Komm ich da durch? Ja. Ich will alte Money. Da war ein lila Rubin zwischen. Nice. Sehr schön. So. Ich meine, das erste könnte man jetzt wahrscheinlich einfach erraten, von daher. Schauen wir mal. Ich glaube, sonst kann ich hier auch nicht mit unglaublich vielen Leuten reden. Der Händler vielleicht noch was zu sagen. Vielleicht ist er ja ein Hehler oder sowas. Willst du etwas kaufen? Okay. Dann schauen wir doch mal. Du da. Bomb! ich mag den Hammer. Das Ganze, wie geht's weiter? Ich wanderte auf breiten Wegen. Zu viel Wissen führt ins Dunkel. Im Handumdrehen wird man zum Ganoven. Okay. Probieren wir nochmal. Ich wanderte auf hohen Klippen. Zu viel Wissen führt ins Dunkel. Ganoven. Okay. Dann. Ich wanderte auf weiten Wegen ins Dunkel. Zum Ganoven. Hey, du hast eine tolle Stimme. Komm rein. Sehr schön. Ach ja, ein Hoch aufs Ausschlussprinzip. Diebesversteck. Moment, das ist ein Dungeon. Okay. Wir kennen uns nicht, oder? Bist neu hier? Du kommst gerade recht. Ich muss mich als Wachposten ablösen. Verlass mich auf dich, grünen Schnabel. Ich gehe so lange Luft schnappen. Tüdelü. Na gut, dann machen wir halt zuerst den Dungeon. Das war nicht so ganz geplant, aber okay. Es soll mir recht sein. Na gut. Okay, gehen wir in den Dungeon. Kein Problem. Es war. War alles so gedacht. Ja. Okay, die Frage ist natürlich, ob ich überhaupt die Items dafür habe. Wir werden sehen. 50 Rubine. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwo, recht schnell kleben bleiben. Das hat mich jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. Aber okay, kein Problem. Also da kann ich mich ranpatschen. Allerdings bewegt sich hier aktuell gar nichts. Okay. Vielleicht finde ich irgendwie. Ah, Moment. Ablegen kann ich das nicht. Ich kann das nur werfen, ja. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. Aha. Da ist ein Schalter. Die machen alle nichts, diese Schalter. Okay. Ein Monsterhorn! Aha, es hat eine seltsame Form. Ist definitiv nicht essbar. Okay. Ist wahrscheinlich sowas wie die Monsterherzen. Hey, da ist ein Schalter. Huch! Aha, Moment. So. Okay. Das heißt. Moment. Zum Glück habe ich Bomben dabei.
Zack. So, mach mal hier. Aha. Die muss ich jetzt zurechtschieben. I see, I see. Gewitzt. So. Sehr gut. Prima. Moment, das muss jetzt hier nach innen. Also ziehe ich dich erstmal raus. wie komme ich jetzt überhaupt an den Schalter? Fällt mir gerade mal so auf. Reicht da der Hammer? Nee. Die Bombe da durchwerfen kann ich auch nicht, ne? Nee. Kann ich da durchlasern? Nein. Habe ich irgendein anderes Item? Ich habe noch Pfeil und Bogen. Oh, keine Chance. Der Bumerang? Nee. Okay. Ach, Moment. Ich denke mal wieder mit, ne? Ich denke super mit, tue ich. Ich hätte bisher wahrscheinlich noch gar kein Item gebraucht. Ich packe trotzdem nochmal die Bomben aus. So. Eieiei, also manchmal, ne? Das war wie mit dem einen Herzteil, wo ich einfach komplett vergessen habe, dass ich die Wand entlang gehen kann. Nur bisher hat man noch gar kein Item wirklich gebraucht. Ich bin mal gespannt, ob man den Dungeon wirklich ohne Item abschließen kann oder ob man in dem Dungeon sogar was bekommt. Mal gucken. Mich wundert es ja immer noch, dass hier ein Dungeon ist. Da ist nix. Da an der Wand ist auch nix. Huch, was willst du denn? Geh weg! Stirb! Friss mein Laser! Dankeschön. So. Okay. Da brauche ich definitiv auch einen Schalter. Ich habe fast das Gefühl, ich kriege hier den Sumaria-Stab oder sowas. Wenn ich mir die ganzen Druckplatten angucke, die ich nur zu zweit aktivieren kann. Wenn es hier einen Sumaria-Stab gibt. Das würde mich doch schwer wundern, wenn nicht. So, Moment. Nee, da komme ich nicht rüber. Da ist ein Ventilator. Geh weg. So, schon wieder etwas ruhig. Wow. Okay, doch, das geht. Der funktioniert natürlich jetzt wieder, ne? Ist klar. Ich will da rüber. Stirb! Okay. Okay, dann komme ich einfach wieder zurück. Gut. Gehen wir nach unten. Ich habe auch noch keinen Kompass gefunden. Dieser Dungeon ist höchst mysteriös. Ah, okay. Damit wechsle ich die Richtung. Okay. Da ist schon wieder Geld drin. Na, Money kriege ich hier ordentlich. Dann wollen wir doch mal. Schub. Schub. Okay. Das ging doch. Hier ist ein Monsterherz. Also gibt es hier auch Herzen und diese Hörner. Haben wir da drüben was Interessantes? Nee, damit komme ich einfach wieder zurück. Jetzt mal. So. Da ist aber auch nur dieses eine Fließband von berührt. Okay. Oh mein Gott, ein Schneckendingen. So. Huch, was bist du denn? Ach jawohl. Gut. Ah, und die kommen immer wieder. Also braucht man hier tatsächlich kein Dungeon-Item. Sondern man kann theoretisch auch mit den Dingern hier arbeiten. Aber. So. Ach so. Ich verstehe. So. Also man kann entweder mit den Bomben arbeiten, wenn man sie hat, oder man nimmt das, was man hier bekommt. Jetzt ist immer noch die Frage, wie... Ah! Das fand ich ein bisschen gemein jetzt, muss ich mal so sagen. Oh, blöd.
Huch! Ein Monsterschweif riecht überraschend neutral. Okay, ich kann mir bald eigene Monster bauen. Pomp! So, dann schauen wir mal darüber zuerst. Mal weg da, mal weg da. Und ein Monsterherz, na gut. Ich hätte immer noch sehr gern einen Kompass oder sowas. Schlüssel habe ich nicht. Brauche ich aber auch nicht. Haha! Wer bist du denn? Wie bist du hier reingekommen? Du suchst ein Gemälde? Ich weiß, wovon du sprichst. Ich weiß zwar nicht, was daran so toll sein soll, aber unser Boss hat es wie einen Schatz versteckt. Durch Zufall habe ich erfahren, wo es ist, deshalb haben sie mich hier reingeworfen. Kannst du mir nicht vielleicht irgendwie helfen, hier auszubrechen? Im Gegenzug sage ich dir dann, wo das Gemälde ist. Bitte mach schnell! Okay. Na, wenn du das sagst, dir kann ich bestimmt vertrauen. Da ist ein Stahlfoss. Den sieht man so schlecht hier. So. Was haben wir denn da? Ja, Mensch! Den Kompass. Hat ja fast nicht lange gedauert. Okay. Nee. Oh, und da drüben komme ich auch nicht hin. Aber da komme ich durch. Da ist wieder so ein Bombenauge. Das brauchen wir aber nicht, denn wir haben eigene Bomben. So. Jetzt. Ach so. Aha. Das ist ja gewitzt, ist das ja. So. So. Dann boppen wir uns mal hier ran. Und da. Einfach mal, um so ein bisschen zu erkunden hier. Ich frage mich ja, ob es auch noch irgendwas... Ah, ne, Moment, hier bin ich sogar richtig. Ob es hier auch noch irgendwas später gibt, um die Ausdauerleiste zu verbessern. No! 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 So. Gott. So. Yay. Money. Haha. Und da ist auch der Teleport. Ein ganzer Schlüssel für diesen Miniboss. Na okay, das soll reichen. So. Ansonsten bringt es mir, glaube ich, nicht viel, mich wirklich an der Wand entlang zu bewegen. Nee. Dann befreien wir doch mal den Typen. Wupp. Hallo. Wie machst du das? Du schlüpfst in die Wände und bist plötzlich flach wie eine Flunder. Ist das Magie? Irgendwie gruselig. Das Gemälde ist oben im Dorf, nicht weit von hier. Ich zeige dir dann die genaue Stelle. Jetzt müssen wir erstmal entkommen. Also los. Hey, warte mal. Du sollst mich doch hier rausbringen. Ach Gott. Oh nein, wir sind eingeschlossen. Da müssen wir wohl durch die nördliche Tür flüchten. Okay, plötzlich andere Dungeon-Musik. Bleib da drauf. Also kriegen wir keinen Sumaria-Stab, sondern wir kriegen einen Typen. Ist auch in Ordnung. Ist auch ein lustiges Dungeon-Item, ne? So. Wundert mich, dass hier nichts ist. Oh mein Gott! No! Was? Ach Gott. Okay, I see. Oh je, oh je, oh je. Das wird ein Spaß. Na gut. Das kriege ich auf die Reihe. Achso, da ist schon offen. So, komm mal mit. Bleib hier. Jetzt bauen wir die Gegner. Irgendwie. Die kommen natürlich nur, wenn sie dabei ist, ist klar. So. Geh mal weg da. So, prima. Hey, hey, hey.
Das ist ja echt fies gerade. Vor allem in früheren Zelda-Teilen hatten wir immer, wenn man irgendwie einen Partner dabei hatte, so ein bisschen Spielraum, wenn der gefangen wurde von irgendwas. Und hier habe ich ja echt keinen Raum für Fehler. So. Dankeschön. Das waren sicher noch nicht alle. Leider kann ich nicht mitkämpfen. Sie haben mir Waffen und Rüstung abgenommen. Außerdem bin ich ganz kraftlos vor Hunger. Ich verlasse mich auf dich. Na, danke. Komm mal mit. Ich frage mich ja, wo mich das denn immer wieder absetzt. Ob nur am Anfang des gleichen Stockwerks oder... Da ist irgendwo eine Kiste. Aber wie komme ich da ran? Also, wenn ich mich in die Wand bewege, dann bleibt sie automatisch stehen. Ja, komm. Also. So. Über da. Okay. Da musst du jetzt nochmal kurz warten. Ei. Gott. Okay, komm, steh auf. Steh auf. Dankeschön. So. Jetzt gehen wir mal... Oder auch nicht. Na gut, dann ab ins Wasser. So. Kann man das dann irgendwie ablassen? Bestimmt. Aha. Moment. Ich verstehe. Flamp! Hoho! Rätsel gelöst. Komm mit. So. Okay. Jetzt stell du dich mal da drauf. Das hat irgendwie nicht das bewirkt, was ich erhofft hätte. Wie komme ich da rein? Ich will diese Kiste haben. Ich will. Dann ist auf jeden Fall ein Gitter. Mysteriös. Moment, ich guck mal hier nochmal. Ob ich da irgendwas übersehen habe. Nee. Okay. Kein Schimmer. Vielleicht geht das auch noch gar nicht. Moment, kannst du schwimmen? Nee. Na gut, dann sind wir hier eh noch nicht fertig. Okay. Dann müssen wir so oder so erstmal das Wasser ablassen. Aha! Schöner Wassereffekt. Me likes. So, jetzt da rein. Was ist da drin? Money! So viel Geld. Danke. So, wie komme ich jetzt an diese ominöse Kiste da oben? Vielleicht kann ich das ja sprengen. Nee. Natürlich nicht. Vielleicht kommen wir da irgendwie anders ran. So, komm du erstmal mit. So. Jetzt wartest du. Jetzt kommst du mit. Und... Nee, du sollst warten. So. Da ist noch ein Schalter. So. Okay. Moment. Das hat nur...
Ach so, ja. Natürlich, ich bin auch blöd. Okay. Dann halt die ganze Chose nochmal. Komm mal mit. Ich bin doof. Ah, ne, passt schon. So. Dann will ich da erstmal irgendwie rüber. Und pomp. So, das sind schon wieder zwei Schalter. Gibt das hier irgendwas? Nö. Bringt das was, wenn ich mich da oben jetzt entlang bewege? Nein, gar nichts. Gut. Ich dachte, damit komme ich vielleicht zu dieser Schatzkiste. Na gut, dann eben nicht. Dann wollen wir doch mal. Mal darüber. Zack. So, komm mal mit. Okay. Bleib mal stehen. Einmal Abflug machen. Und du auch. Ach nee, der ist vorher gestorben. So. Sehr schön. Jetzt darfst du mitkommen. Aha. So kommen wir zu dieser ominösen Schatzkiste. Da muss man sogar hin. Gut. Echt, echt. Echt, echt. Echt, echt, echt. Echt, echt. Alle echt. Okay. Kein Like-Like dabei. Das Mastererz. Aha. Okay. Cool. Also war das doch nicht verpflichtend, dass man die Kiste mitnimmt vielleicht? Keine Ahnung. Cool, jetzt habe ich Mastererz. Okay, okay, okay. Weiter nach oben. Okay, du kommst da nicht weiter. Das heißt, du bleibst erstmal da stehen. Ich gehe schwer davon aus, dass da unten Monster kommen, sobald ich den Schalter da oben drücke. 100%ig. Aber ich kann da einfach runterspringen. Ja, natürlich. Könnt ihr vergessen, Mann! Sterbt! Ihr Elendigen! Prima. Komm mit. Da waren wir schon. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind, ja. So. Also, da lang müssen wir, ja. Okay. Ja, 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 das habt ihr euch so gedacht. Okay, einmal darüber. So. Nein. Sehr gut. Na komm. Du könntest jetzt einfach mal drauf gehen. Mal ganz im Ernst. Stirb. Danke. So. Zack. Jetzt können wir dich da mitnehmen. Und weiter nach oben. So, was haben wir denn hier jetzt so ein bisschen? Die Frage ist jetzt natürlich, ob sie davon betroffen ist. Aber das werden wir gleich sehen. So. Und erstmal so. Und jawohl, prima. So, ach, sie kommt automatisch mit. Sehr schön. Sehr löblich. Okay. Meine Güte. Was ein Stress. Aha. So, plopp. Oho. Das ist kein Teleporter. Ach, falls ich da unten entlang sause.
Sehr nice. Dann sollte ich jederzeit jetzt wieder nach oben kommen, wenn ich das richtig interpretiere. Das ist schön. Okay. Da müssen wir nichts weiter machen. Wow, die KI ist da jetzt aber auch ein bisschen dämlich. Rennt hier schön in die Ecke, okay. Na gut. Mir dein Herz. Plopp. Da ist der Teleport. Der Ausgang ist verschlossen, da müssen wir wohl die große Tür da vorne nehmen. Ja, das müssen wir wohl. Und die Kiste dazu ist hier hinten. Ja, Mensch. So schließt sich der Kreis. So. Ja, dann machen wir das so. Okay. Plomp. Hallo, ich bin ein Bild. Bild. So. Und den großen Schlüssel. Yay. So, weiter geht's. Und dann schauen wir mal da rein. Wenigstens bin ich alleine unterwegs. Was ist jetzt los? Ihr Narren, glaubt ihr etwa, dass ihr mir entkommen könnt? Oh, hi. Na? Okay. Okay, schon voll durchschaut. Yeesh. Das ist ja lustig. Nie. Lass mich. Komm, halt schon dein Schild vor dich. Au. So funktioniert das. Sehr geil. Stirb! Nee. Du stinkst, Mann. Au. So. Sehr schön. Okay. Nächste Phase. Oh. Okay. Yee-haw. Schon wieder, nein. Oh boy. So. Das wird nicht gut gehen. Ach Gott, nein. Oh boy, oh boy. Okay, Moment. I got this. Ich hab noch Milch. So. Jetzt kommt er wieder mit seiner blöden Wirbelattacke. Diesmal weichen wir einfach aus. Das halte ich gerade für die bessere Idee. Könnte aber jetzt auch einfach draufgehen mal. Huch. Kannst du denn einfach den Kopf hier verlieren? Aber offensichtlich ist der Körper immer noch unser Hauptangriffsziel. Jee. Au. Oh Gott. Nee. Na, bitte. Hoi. Das war nicht leicht. Muss ich mal so sagen. Das war echt schwer. Yay. Und kein Dungeon Item im Endeffekt wirklich gebraucht hier in dem Dungeon. Interessant. Wir können durch diese Tür dann kommen. Los. Aha. Da hinten ist das Haus, in dem das Gemälde versteckt ist. Komm mit! Okay. Also wäre ich ja einfach eingebrochen. Hätte ich mir den ganzen Dungeon sparen können. Ach jawohl. Das hier ist es, oder? Was ist denn das denn eigentlich für ein Gemälde? Weißt du was? Es sieht ein bisschen aus wie du, wenn du dich in dein Bild verwandelst. Gibt es da eine Verbindung? Wer bist du eigentlich? Nein, antworte lieber nicht. Meine Neugier hat mich schon mal in Schwierigkeiten gebracht. Mach's gut und danke nochmal. Bitteschön. Leucht. Oh, das ist ja lustig. Wir sind im Tempel des Lichts.
Ach du. Wo bin ich? Du bist doch der Junge von der Schmiede. Wie kommt es, dass du hier bist? Ist das etwa das Masterschwert in deiner Hand? Ich verstehe, das bedeutet wohl, dass du der Held bist und nicht ich. Ich bin dann wohl nur einer der 7 Weisen. Aber ich bitte dich, rette auch die anderen Weisen. Seltsam, wie sich die Dinge entwickelt haben, doch ich danke dir, DK. Naja, dieser Stab, man nennt ihn Sandstab, glaube ich. Ich habe ihn von einem merkwürdigen Kerlchen namens Rabio ausgeliehen. Aber da ich diesen Ort vorerst nicht verlassen kann, ist es mir nicht möglich, ihn zurückzugeben. Jetzt, wo ich ein Weiser bin, sehe ich schlecht aus, etwas auszuleihen und es dann ewig zu behalten. Könntest du ihn für mich zurückgeben? Na klar. Yay! Er ist von Rabio ausgeliehen, als gehört er dir nicht. Oh yeah! Sehr cool. Ich will meinen Herzcontainer haben. Huch! Hey! Na gut, er gehört mir ja nicht. Moment, wie kommt das Vieh überhaupt hierher? Ich will meinen Herzcontainer, so. Yay! 9 Herzen! Sehr schick, sehr schick. Gut, dann würde ich sagen, mach mal in der nächsten Folge das, was ich in dieser Folge machen wollte, nämlich Lowrule erkunden. Ich dachte eigentlich, das wird irgend so ein abstruses Secret. Ich hätte nicht gedacht, dass das gleich in den nächsten Dungeon führt. Aber okay, gut. Haben wir den nächsten Dungeon auch, würde ich sagen. Oh, ich habe den Hammergant ausgerüstet. Haben wir den nächsten Dungeon auch, würde ich sagen. Und würde dann sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das lässt bei euch gefallen. Falls ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.